Guten Morgen, hallo Bach. Es ist Mittwoch, der 21. Juni und ziemlich früh am Morgen. Ich habe wieder senile Bettflucht. Und hier geht es um den Nasdaq. Vor euch liegt der Monatschart. Da wollte ich nämlich eine Sache mal zeigen. Und zwar das hier ist die Corona-Delle. Das waren die 2 Monate hier dann einfach nur hochgezogen. Wir kommen hier an einen Bereich, wo es auf jeden Fall Widerstand gibt, es so bei 15.300. Der kommt von hier hinten, das war August 21, September, aber dann auch nochmal hier im Februar 22, März und April 22. Da sind wir jetzt schon wieder dran. Diese Linie, wo hier die jeweiligen Pfeile sind. Wir haben eine ordentliche Rallye hinter uns, das waren 43% vom Januar bis jetzt. Und der Spread vom Nasdaq zum DAX, den ich immer mal wieder erwähne, reduziert sich weiter, liegt jetzt knapp über 1000 bei 1065. Ich habe hier momentan nichts Negatives. Ich kann natürlich sagen, okay, das ist jetzt alles hier hoch, aber ich habe hier nichts Negatives, gar nichts. Das hier war ja vom, jetzt muss ich gerade mal schauen, genau, vom Juni 2020 waren wir überkauft. Bis zum 3.1.2022, das ist die Strecke, die er gemacht hat und wir waren hier lange überkauft. Deswegen nehme ich das hier zur Kenntnis, aber nicht ernst. Auf Wochensicht sieht es ein wenig anders aus. Da sind wir jetzt auch schon einen längeren Zeitraum überkauft. Hier seit dem März schon wieder mit dieser Bewegung hier. Aber hier kommen halt hier hinten die Widerstände rein. Und dieser Widerstand ist jetzt hier so im Bereich 15.280 bis 15.330. Das ist die Widerstandszone. Wir hangeln uns schön, auch auf Wochensicht, am oberen Band hoch, gelten als überkauft, sind auch im MACD schon deutlicher hoch oder höher. Ich möchte es mal so formulieren, auf Wochensicht gebe ich dem nicht mehr so viel. Aber ein Verkaufssignal habe ich jetzt momentan nicht. Gucken wir mal hier auf den Tag. Der ist ja eher interessant. Ich habe diese Linie hier mal gezogen vom 6.1.23. Der kann man durchaus Beachtung schenken, weil es war hier immer mal wieder so ein Plateau, so bei 13.250 und ungefähr da liegt jetzt dieser Trend. Als Widerstand habe ich die Verbindung aus dem Chart hier, das war in dieser Bereich 15.278 bis 15.330. Da liegt auch das obere Band. Das ist ein Widerstand, gar keine Frage. Und als Unterstützung habe ich die 20-Tage-Linie, die ziemlich heftig steigt. Im Moment bei 14.580 und dann halt diesen Bereich hier um die 13.300, wo jetzt auch der Trend liegt. Von der Woche her, Entschuldigung, vom Tag her, werden wir hier ein bisschen weicher. Und hier gibt es also ein, sagen wir mal, minimales Verkaufssignal. Das würde erst dann gegeben werden, wenn wir ein neues High machen würden, über der 15.300. Und da schließen. Also das wird auf Tagessicht ein wenig weicher. Es ist durchaus mit einer Korrektur hier zur 20-Tage-Linie zu rechnen. Die wird also heute wird die sein bei 14.600. Aber selbst dann ist es nichts. Das Problem vom Oszillator ist, wenn ein Markt stark und ständig steigt, dann ist er völlig überfordert und tendiert dazu, Fehlsignale zu geben. Zum Beispiel dieses hier. Da gab es so eine kleine Delle nach unten. Ich kann auch das hier nehmen. Minimal. Hier kam noch eins, ein Verkaufssignal. Aber das ist fast gar nichts. Und jetzt sind wir wieder am gleichen Niveau vom Oszillator her und ergibt dieses Mini-Mini-Verkaufssignal. Das kann hiermit schon abgeschlossen sein. Der Markt wird weiter oder bleibt weiter positiv über der 15.330 Schlusskurs. Ansonsten wäre das alles, was er hier runterführt bis zur 20-Tage-Linie, die wir jetzt auch schon seit dem April nicht mehr gesehen haben, wäre nichts anderes als ein kleines Ausatmen. Vor dem Hintergrund habe ich also auch Scheine ausgesucht, die einen deutlich geringeren Hebel haben. Einmal 16, einmal 15. Beim Call ist es ein 14.172er. 14.172, da sind wir hier drunter. Unter diesem Mini-Mini-Mini-Zwischentief.
1, 2. Beim Call habe ich 16.086 genommen. Und jetzt nehme ich das hier mal raus. Da liegen wir hinter diesen drei Pfeilen, die ich gemacht habe, hier. Das ist das Hoch vom, das kleine Zwischenhoch vom 12. Januar 2022. Also der hat sich alle, hält sich alle Möglichkeiten offen, weiterhin nach oben zu gehen. Ich sage das mal ähnlich wie beim DAX. Ich glaube, ein Long auf den Index, den man jetzt macht, der hat nicht mehr so viel Platz. Aber für einen Short ist es auch hier zu früh. Also für einen größeren Short. Ich habe das auch probiert, immer mal wieder mit Schnüffelstücken, so um die 15.200. Und dann waren wir gestern auch mal unter der 15.000. Da muss ich aber schon zufrieden sein. Position wieder zu. In Einzelwerten fällt mir momentan nicht mehr viel ein. Also im Nasdaq von den, sagen wir mal, 15 Großen, die jetzt da deutlich gestiegen sind, ja, also Nvidia und so Geschichten oder Metaverse, Meta-Plattform, ich kann das nicht mehr kaufen. Auch jetzt hier eine Tesla auf dem Niveau kaufe ich nicht mehr. Aber nochmal, es erscheint mir zum Shortgehen zu früh zu sein. Also immer noch ein bisschen aufpassen, ist keine richtige Signalwirkung, die er mir gibt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.